Nicht. Wir kommen nunmehr zum Tagesordnungspunkt 4, Wahl der oder des Beigeordneten für Bildung und Jugend. Zu diesem Tagesordnungspunkt liegen derzeit drei Vorschläge vor, die ich in alphabetischer Reihenfolge zur Kenntnis gebe. Herr Jan Donhauser, Vorschlag CDU, Herr Prof. Dr. Boris Hollers, Vorschlag AfD und Frau Pötka-Nikolow, Vorschlag FDP. Da zwei der genannten Stadträte sind, darf ich Sie bitten, den Teil der stimmberechtigten Stadträte zu verlassen und sich in die öffentlichen Sitzteil zu begeben, damit dieser Tagesordnungspunkt ordnungsgemäß ohne Sie behandelt werden kann. Sie sind nicht stimmberechtigt und um dies insgesamt im Verfahren auch deutlich zu machen und insofern zwischen den drei Bewerbern auch eine gewisse Gleichheit eintritt, dass sie alle im öffentlichen Teil der Sitzung anwesend sind, so wie wir es auch in zurückliegenden Verfahren, Kollege Dr. Lames nickt als ehemals Betroffener und gibt sich im Übrigen natürlich aus der Gemeindeordnung. Es ist Man darf sich. Gut. Ja. Wir können das ja gleich noch weiter ausdiskutieren, Herr Lichtigerner, aber ich würde gerne diesen Tagesordnungspunkt ordentlich einführen. Es gibt derzeit drei schriftlich vorliegende Vorschläge. Ich darf die Frage stellen: Sind diese Vorschläge noch aktuell? Gibt es Änderungen, Ergänzungen hierzu? Herr Lommel. Der Vorschlag ist weiterhin aktuell, aber Herr Prof. Dr. Hollers lässt sich jetzt für die persönliche Vorstellung entschuldigen. Das ist etwas überraschend, dass das heute hier stattfindet. Danke. Gut, dann sehe ich, dass es bei drei Vorschlägen so verbleibt und wir entsprechend des Antrages, der zu Beginn der Tagesordnung gestellt worden ist, darum gebeten worden ist, dass sich die Kandidaten kurz vorstellen. Kurze Vorstellung heißt landläufig ca. 5 Minuten. Wir würden diese Möglichkeit auch hier in der alphabetischen Reihenfolge aufnehmen. Und ich darf zunächst Herrn Donhauser nach vorne bitten, dass er sich bitte kurz vorstellt. Sehr geehrter erster Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren Stadträte, sehr gerne möchte ich mich nochmal auch in diesem Rahmen vorstellen und kann Ihnen versichern, wenn ich mich heute hier bewerbe, tue ich das aus ganzem Herzen und vor allen Dingen getragen von der Überzeugung, dass ich mit meinen gesammelten beruflichen, aber auch politischen Erfahrungen dazu beitragen kann, die Bereiche Jugend und Bildung in Dresden entscheidend mit voranzubringen. Um kurz darzustellen, was berufliche und politische Erfahrungen sind: Ich habe 1989 als gebürtiger Görlitzer in Dresden und genau in der Dresdner Neustadt als Lehrer begonnen, habe dann 13 Jahre lang als Lehrer und Schulleiter in Dresden gearbeitet und bin in das damalige Regionalschulamt, heutige Landesschulamt, für 4 Jahre gewechselt und anschließend für 8 Jahre im Sächsischen Staatsministerium für Kultus tätig gewesen. 2018, und da will ich noch mal ausdrücklich sagen, das bereue ich nicht, habe ich einen beruflichen Perspektivwechsel vorgenommen und arbeite, wie bekannt ist, als Akademieleiter an der Sächsischen Landesstiftung für Natur und Umwelt, aber dort auch insbesondere in Verantwortung für den Umweltbildungsbereich.
Seit 2009 bin ich Stadtrat, 2009 bis 2014 schulpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion gewesen und seit 2014 habe ich die Ehre, Fraktionsvorsitzender dieser Fraktion zu sein. Das alles hat mich dazu gebracht, meine Bewerbung abzugeben, mit dem Ziel, und das würde ich noch mal kurz umreißen, in den drei Schwerpunktthemen Bildung, Kita, wobei Kita zähle ich natürlich auch zur Bildung, und Jugend, entscheidende Dinge mit voranzubringen. Wenn ich das kurz umreißen kann beim Thema Schule, ist heute schon angesprochen worden. Wir dürfen natürlich nicht nachlassen, was die Schaffung von Schulkapazitäten angeht, was das Vorantreiben von Sanierungsvorhaben angeht. Und trotz Corona-Krise werde ich mich dafür einsetzen, dass wir bei den Zielstellungen, die die Schulpolitiker und letztendlich die Fraktionen in diesem Stadtrat beschlossen haben, auch in den nächsten Jahren umsetzen können und selbstverständlich auch nach intelligenten Lösungen suchen, wie wir mit möglicherweise weniger Geld den gleichen Effekt erzielen können. Zweiter wichtiger Schwerpunkt in diesem Bereich ist die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie. Dort bin ich zuversichtlich, dass der Eigenbetrieb IT und das Schulverwaltungsamt demnächst einen guten, qualitativ guten Förderantrag bei der SAB vorlegen können, um die entsprechenden Fördermittel für die Ausstattung der Schulen zur Verfügung zu stellen. Und da wissen Sie aber auch, der Schulträger ist vor allen Dingen verantwortlich dafür, dass diese technischen Geräte, die den Lehrerinnen und Lehrern dann zur Verfügung stehen, gut gewartet werden. Und da, denke ich, gibt es noch eine Menge Hausaufgaben, die ich aber auch zuversichtlich entgegensehe, das mit dem Eigenbetrieb IT und dem Schulverwaltungsamt lösen zu können. Dritter Punkt, Hartmut Vorjohann hat einen wichtigen Impuls gesetzt vor circa 2 Jahren, indem er die kommunale Bildungsstrategie dem Stadtrat zum Beschluss vorgelegt hat. Wir haben damals, ich glaube, einstimmig sogar zugestimmt. Hier gilt es, diese Bildungsstrategie zu evaluieren und ich bin auch überzeugt, es wird dabei herauskommen, dass es richtig war mit einem verstärkten Personaleinsatz in Kitas und auch Grundschulen. Hier benötigen wir natürlich auch eine gute Zusammenarbeit mit dem SMK, dass das richtig war, mit einem erhöhten Personaleinsatz vor allen Dingen in den Bereichen zu unterstützen, wo es Kinder gibt, die es schwerer beim Lernen haben oder möglicherweise nicht die Unterstützung bekommen können, die zu Hause notwendig wäre. Im Kita-Bereich gilt natürlich das Gleiche wie bei den Kapazitäten der Schulen, aber hier ist heute schon angesprochen worden, was die Fachkräftestrategie angeht, große Herausforderung auch dort zu sichern, dass wir auch in Zukunft genügend Erzieherinnen und Erzieher haben. Und da möchte ich ankündigen, hatte ich ja am Dienstag in verschiedenen Fraktionen gemacht, dass ich schon auch der Auffassung bin, nach 5 Jahren Ausbildungszeit für eine Erzieherin und einen Erzieher und im gleichen Gegenzug die Attraktivität dieses Berufes zu steigern, schon zu überlegen, ob die Entlohnung, so wie sie derzeit aufgestellt ist, und vor allen Dingen dem, was Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas leisten, ob das noch gerechtfertigt ist. Ein Bereich, der möglicherweise in der öffentlichen Wahrnehmung oft zu kurz kommt, ist der Jugendbereich, der Jugendhilfebereich. Dort, denke ich, wird es zuerst notwendig sein, jetzt verlässliche Strukturen zu schaffen. Wir haben uns dazu bekannt, das Amt für Kinder, Jugend und Familie zu etablieren. Hier wird es darauf ankommen, die anstehenden Personalfragen zu lösen. Und ich habe auch vor, mit den in der Jugendhilfe tätigen Akteure, das heißt natürlich auch mit den Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses, aber auch mit den Akteuren der Freien Jugendhilfe ins Gespräch zu kommen, um zu überlegen, ob Schulsozialarbeit, ob Straßensozialarbeit dort so, wie es gerade aufgestellt ist, wirksam wird oder ob wir Möglichkeiten sehen oder vielleicht Ideen aus diesem Bereich haben, wo man Maßnahmen ergreifen kann, um diese Wirksamkeit entsprechend weiter erhöhen zu können. Und letzter Satz, ich werde mich auch dafür einsetzen, dass der Jugendhilfebereich einer stärkeren öffentlichen Wahrnehmung zugeführt wird. Das heißt, nicht diejenigen überzeugen, die ohnehin das schon für sehr notwendig erachten, sondern versuchen auch ein größeres Verständnis bei denjenigen zu entwickeln, die sich oft als Kritiker hinstellen. Und das können wir natürlich nur
und Kritik ist berechtigt, überhaupt keine Frage. Das können wir natürlich nur, wenn wir Ergebnisse vorzeigen. Und das wird auch nochmal eine wichtige Aufgabe werden, wie können wir das darstellen, dass die jugendhilflichen Maßnahmen auch den entsprechenden Erfolg gebracht haben. Das vielleicht jetzt in aller Kürze, auch wenn es nie ganz 5 Minuten wird. Ich freue mich oder würde mich freuen auf eine künftige Zusammenarbeit und wünsche mir natürlich das, was wir in fast 10 Jahren Stadtratsarbeit miteinander auf den Weg gebracht haben, dass wir das dann als möglichen Bildungsbürgermeister auch weiter fortsetzen können. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Donnerser. Herr Professor Dr. Hollers ist wie eben mitgeteilt nicht anwesend. Deswegen kommen wir zur Vorstellung von Frau Nikolov. Bitte sehr, Frau Nikolov. Das Rednerpult ist den nächsten Minuten Ihres. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, Herr Sittel, sehr geehrte Beigeordnete, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, sehr geehrte Gäste und Zuschauer im Livestream. Ich nehme sehr gern die Gelegenheit wahr und freue mich, dass ich heute zu Ihnen sprechen darf. Wie Sie aus meinen Unterlagen entnehmen konnten, bin ich 1965 hier in Dresden geboren worden. Ich habe einen Sohn, der ist 32 Jahre alt. Er arbeitet an einem Gymnasium in Dresden. Und ich bin seit meinem Studium 34 Jahre lang aktuell im Bereich der Bildung und Jugend unterwegs. Ich liebe diesen Beruf, ich habe mich bewusst dafür entschieden und ich bin dankbar, dass ich damals auch diese Entscheidung getroffen hatte. Ich bin Lehrerin gewesen, ich war Schulleiterin und arbeite jetzt am Landesamt für Schule und Bildung als Referentin. Ich hatte die Gelegenheit in den letzten Jahren, alle Grundschulen, die wir in Dresden neu eröffnet haben, und das ist ja ein Alleinstellungsmerkmal, von der Pike auf mit zu planen, mit dem Schulverwaltungsamt gemeinsam. Ich bin mit bei den Schulnetzplanungsgesprächen mit dabei und da komme ich bereits auch schon auf den ersten Schwerpunkt in meiner zukünftigen Arbeit, die ich dort sehen würde. Wir brauchen einen Schulnetzplan, der ehrliche, richtige Zahlen hat, der unseren Kindern die Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit schafft. Denn unsere Kinder sind die Zukunft für uns in unserer Stadt und wir müssen diese kleinen Diamanten so schleifen, dass sie auch irgendwann als Brillanten erstrahlen können. Aktuell bin ich jetzt im Krisenteam am Landesamt für Schule und Bildung mit zuständig. Ich habe also damit gesorgt, dass wir einen guten, einen überlegten Unterrichtsablauf wieder starten können. Sicherlich kann man sagen, es gibt überall Kritik. Für uns alle war das ein erster Prozess, den wir alle gemeinsam durchlaufen haben. Und mit Dankbarkeit muss ich auch Ihnen als Eltern sagen oder auch als Großeltern, Sie haben eine wunderbare Zeit mit uns gemeinsam, eine neue Zeit vollbracht und überstanden. Und ich ziehe Ihnen den Hut, dafür, was Sie da geleistet haben. Denn Digitalisierung war für uns gerade ein Thema, was noch in den Kinderschuhen stand. Und plötzlich waren Sie vor einer Aufgabe und mussten zu Hause mit Ihren Kindern oder Enkelkindern eine völlig neue Aufgabe, eine völlig neue Herausforderung lösen. Herzlichen Dank dafür. Weiterhin habe ich in den letzten Jahren mich dafür eingesetzt, dass erstmalig in Sachsen das Familienklassenzimmer eingerichtet wurde in Gorbitz. Ich hatte dort mit den Vertretern unserer Stadt um Gelder gerungen und teilweise auch gezankt, was ich sehr gern gemacht habe. Denn Bildungsgerechtigkeit, ich hatte es Ihnen vorhin gesagt, und Chancengleichheit in unserer Stadt ist notwendig. Deshalb ist es unbedingt auch dringend, die Sozialraumgerechtigkeit zu stärken. Wir müssen kurze Wege für unsere Kinder finden. Wir müssen in den Wohngebieten schauen, was wir dort vor Ort leisten können. Das ist ein Schwerpunkt. Wir haben dafür Gutes geleistet, aber wir dürfen dort nicht stehen bleiben. Und deshalb ist es für mich ganz, ganz wichtig, dass wir bei unseren Kindern und bei unseren Jugendlichen nicht einen Cent einsparen dürfen, sondern sie haben ein Recht auf eine gerechte Behandlung.
Trotzdem, und das wäre für mich eine erste Aufgabe, heißt es, wenn ich diese Aufgabe bekommen würde, zu schauen, was sind die Ressourcen, wo können wir vielleicht Dinge auch kürzen, aber nicht indem wir jetzt Gelder einsparen, sondern nicht immer jedes Kind muss mit vielen Therapien und zusätzlichen und vielen Dingen nachmittags betreut werden. Wir können Dinge kompensieren und dort sehe ich einen Schritt, dass man ganz eng mit der Jugendhilfe zusammenarbeitet, in den Ausschüssen Dinge bespricht, was man dort leisten kann. Eine enge Zusammenarbeit sehe ich natürlich auch auf Landesebene. Wie Sie mitbekommen haben in den letzten Wochen, ist die Teilschulnetzplanung der Berufsschulen ein großes Thema. Als Beigeordnete für Bildung und Jugend, es muss natürlich meine Aufgabe sein, die Bildungswanderung in Dresden nicht nach außen auf das Land zu stoppen, wohl wissend natürlich, dass das Land gestärkt werden muss, das ist richtig. Aber wir brauchen hier unsere Jugendlichen, die die Berufsausbildung so leisten können, dass wir dann natürlich auch Handwerker haben, die wir in unserer Stadt brauchen. Das sind Dinge, die ich unbedingt sehe. Ich weiß natürlich, das kann man nicht alleine. Das kann man nur, wenn man mit Ihnen, sehr geehrte Stadträte und Stadträtinnen und Stadträte, eng zusammenarbeitet, transparent arbeitet. Ich glaube, wir brauchen aber auch in der Verwaltung jetzt erst einmal wieder den Schritt zurück auf die Arbeitsfähigkeit nach Corona. Ich selbst bin sehr transparent in meiner Arbeitsweise. Ich arbeite sehr kommunikativ und gern auch im Team. Und deshalb würde ich mich zuerst mit den Leuten zusammensetzen, würde schauen, was sind dort bewährte Dinge. Ich würde nicht als erstes anfangen und Dinge kürzen oder ändern wollen, sondern mich auf Erfahrungen, die bisher gut gelaufen sind, verlassen, gemeinsam mit ihnen dann auch ins Gespräch kommen und natürlich neue Wege gehen. Als Letztes möchte ich sagen, ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich, besonders bei den Fraktionen, die Linken, die Grünen, SPD, Freie Wähler und auch FDP, in den letzten Wochen mir sehr deutlich zugewandten und positiven Signale auf meine Bewerbung hin. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Es war für mich sehr wertschätzend und deshalb bedanke ich mich noch einmal an dieser Stelle und würde mich sehr freuen über Ihre Unterstützung. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Nikolov. Wir haben damit die beantragte Vorstellung der Kandidatin und des Kandidaten hier auch gehört. Und es gibt den Wunsch, zu diesem Tagesordnungspunkt zu sprechen. Wir hatten gesagt, in der Debatte beginnt heute die Fraktion Die Linke. Insofern, Herr Schollbach, wenn Sie wollen, sind Sie der Erste. Sie stehen auch drauf, aber ich frage die Fraktionen jetzt ohnehin nacheinander ab. Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, am 5. Februar hat eine Wahl es vermocht, ein ganzes Bundesland, nämlich den Freistaat Thüringen, in eine schwere politische Krise zu bringen. Eine Krise, die sogar Wellen bis hinein in die Bundespolitik geschlagen hat. Und vor diesem Hintergrund ist es so, dass jeder, der es gut mit unserer Stadt meint, die Wahl, die heute ansteht und die Wahlen, die noch in den kommenden Jahren anstehen zur Besetzung der Verwaltungsspitze, sorgfältig und ernsthaft vorbereitet. Und deshalb hat es Gespräche gegeben zwischen verschiedenen Fraktionen, die das Ziel hatten, tatsächlich eine stabile, eine solide, verlässliche Mehrheit herzustellen, um dann zu gewährleisten, dass die Spitze der Landeshauptstadt Dresden tatsächlich vernünftig aufgestellt wird. So aufgestellt wird, dass die wesentlichen gesellschaftlichen Kräfte an der Verwaltungsspitze vertreten sind und dass wir eine gute und arbeitsfähige Verwaltungsspitze jederzeit gewährleisten können. Und deshalb hat es Gespräche gegeben zwischen der CDU-Fraktion, der Fraktion der Grünen, der Fraktion der Sozialdemokraten und den Linken.
über einige Wochen hinweg. Wir haben uns verständigt, wie die Vorstellungen sind über die Geschäftsbereiche. Und da hat es natürlich unterschiedliche Vorstellungen gegeben, aber man hat Kompromisse erreicht und man hat sich dann darauf verständigt, wie die Verwaltungsspitze künftig aufgestellt sein soll und auch welche Änderungen wir vorzunehmen beabsichtigen. Das haben wir transparent der Öffentlichkeit dargestellt. Es hat dann im Stadtrat die Beschlussfassung gegeben über die Ausschreibung für das Amt der oder des Beigeordneten für Bildung und Jugend. Und wir werden nun heute diese Wahl durchführen. Da hat es vor allem von der rechten Seite des Hauses im Vorfeld immer wieder Kritik gegeben. Dieser Prozess ist diffamiert worden als angeblich undemokratisch oder intransparent. Und ich will dem in aller Entschiedenheit entgegentreten. Es ist eine wichtige Entscheidung, die hier zu treffen ist. Und da ist es doch geradezu ein Ausdruck von Verantwortung, wenn man vorher miteinander ins Gespräch kommt. Es gibt viele, viele Entscheidungen in dieser Stadt, die in Ausschüssen oder im Stadtrat getroffen werden, wo es vorher eine Menge an Runden gibt zwischen Stadträtinnen und Stadträten, zwischen Fraktionen, in denen diese Entscheidungen vorbereitet werden. Da ist es doch nur folgerichtig, eine solch wesentliche Entscheidung, wie sie heute zu treffen ist, eben auch entsprechend vorzudiskutieren, vorzuberaten und zu versuchen, Kompromisse zu erreichen. Und genau das ist passiert. Und jede und jeder Stadtrat hat die Möglichkeit, Einfluss auf diese Entscheidung zu nehmen, indem hier im Rat in dieser Sitzung argumentiert wird, für Kandidatinnen und Kandidaten geworben wird und indem dann im Ergebnis eine Wahlentscheidung getroffen wird vom Stadtrat, vom Hohen Hause, die dann im Ergebnis zu akzeptieren ist. Wir haben heute drei Bewerbungen vorliegen und ich bin der Überzeugung, dass wir mindestens davon zwei respektable Kandidaturen vorliegen haben, zwischen denen der Stadtrat wählen wird. Es wird ein Ergebnis geben und das werden wir dann alle miteinander zu akzeptieren haben. Und an dieser Stelle will ich schließen und wir können dann, wenn die Debatte vorüber ist, in die Wahl gehen und ich bin optimistisch, dass wir auch ein gutes Ergebnis erreichen werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schollbach. Jetzt seitens der SPD-Fraktion das Wort gewünscht? Noch nicht. FDP-Fraktion? Nicht der Fall. Freie Wähler? Ist nicht der Fall. Bündnis 90 Die Grünen, Frau Filius-Jähne? Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin immer für maximale Transparenz und Offenheit. Frau Nikolov, ja, das stimmt. Auch wir haben miteinander gesprochen, weil Sie sagten, Sie hätten von den Grünen Unterstützung bekommen. Im Vorfeld dessen bin ich ganz offen, als klar war, bei der CDU steht die Wahl an, habe ich, das weiß auch Herr Dornhauser, das wissen auch alle in meiner Fraktion, durchaus Frau Nikolov ermutigt, sich zu bewerben, fraktionsintern, weil ich schalte hier gerne den Werbeblock für Findungskommissionen, wie wir das machen. Das halte ich für den besseren Weg. Aber wenn es immerhin Wahlen gibt, bin ich immer sehr dafür. Ich bin auch sehr für Frauen in Führungspositionen. Und von daher, ich schätze Frau Nikolov auch als Kollegin im Kulturausschuss, gab es von mir zu diesem Zeitpunkt durchaus Unterstützung. Ich bin aber auch ein inzwischen 64-jähriges Kind dieser Demokratie und habe gelernt, dass es bei demokratischen Entscheidungen Gewinner und Verlierer gibt. Und da ist für mich schon auch ein Punkt, mit welchem politischen Stil geht man eigentlich mit Niederlagen um. Aber das ist nicht der Punkt, den ich jetzt hier zu besprechen habe. Ich will auch noch mal auf den Punkt,
Wie normal ist es eigentlich, dass sich demokratische Kräfte verabreden, wer Vorschlagsrechte hat? Eingehen, Herr Scholbach hat dazu schon etwas gesagt. Wir haben das schon in der Diskussion damals bei der Ausschreibung gehabt. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, in der Stadt Heidelberg, die es leider gelungen ist, unseren Bauernverkehrsbürgermeister abzuwerben, zu gucken, wie die das machen. Da steht sogar auf der offiziellen Webseite der Stadt Heidelberg, wer für welches Amt das Vorschlagsrecht hat. So transparent ist es. Das ist also alles andere als ehrenrührig. Und ich denke, wenn man damit transparent umgeht, ist es auch für jeden offen nachvollziehbar. Das war früher anders und deswegen möchte ich jetzt schon an dieser Stelle sagen, Herr Zastrow, dass ich mich schon sehr gewundert habe, dass Sie jetzt plötzlich Ihr Herz für Frauen entdecken. Freut mich außerordentlich. Aber mal ganz abgesehen davon, dass ich mich noch sehr genau erinnere wie früher und zwar mit maximal nicht vorhandener Transparenz hier Bürgermeister, das waren fast alles nur Männer, Posten vergeben wurden, dann kann ich wirklich sagen, das Pharisäertum ist nahezu nicht zu überbieten. Und ich möchte mir an der Stelle nur den einen Spaß machen, wenn Sie sich jetzt für Frauenpolitik einsetzen wollen und es nicht nur als Ventil benutzen, um jetzt gerade an der Stelle, die Ihnen passt, Zank und Hader hier in der politischen Mitte des Rates zu sehen, dann empfehle ich Ihnen mal die Studie zu lesen, die 2018 Ihre eigene Partei, und Sie waren damals noch an mehreren Ebenen in Führungspositionen, in Auftrag gegeben hat. Das heißt nämlich Frauen in der FDP, mehr Chancen durch Vielfalt. Ina E. Bieber vom Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften. Und das Fazit ist sehr interessant. Das heißt nämlich, was hindert Frauen daran, sich stärker in der Partei zu engagieren? Es gibt zahlreiche Hinderungsgründe für Frauen, sich politisch zu engagieren. Einerseits werden strukturelle Faktoren, wie zum Beispiel die Parteistruktur, die Partei genannt. Andererseits, ein zentraler Punkt in dieser Diskussion ist sicherlich, dass Frauen aufgrund der vorherrschenden Parteiorganisation in der FDP und der dahinterliegenden traditionellen Art, Politik zu machen, daran gehindert werden, politische Verantwortung zu übernehmen. Die Forderung nach dem Aufbrechen alter Strukturen, worunter insbesondere Männerbünde, Klüngelei und Absprachen im Hinterzimmer verstanden werden, ist bei den befragten Frauen groß. Ich würde sagen, Herr Zastrow, hier gibt es in Ihrer 6-Männer-starken Riege plus Partei noch viel zu tun, falls Sie hier Beratung benötigen. Ach, 5, Entschuldigung, ich habe Sie schon wachsen lassen. Gibt es noch viel zu tun, wenn Sie da Beratung brauchen, was Frauen in Führung sind, können Sie sich gerne vertrauensvoll an mich wenden. Danke. Vielen Dank, Frau Filius-Jehne. Die CDU-Fraktion, Herr Krüger? Derzeit nicht. AfD-Fraktion, Herr Lommel? So, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Erster Bürgermeister, liebe Gäste und Zuhörer, nach § 56 Absatz 2 der Gemeindeordnung soll bei der Wahl der Beigeordneten das Abbild des Stadtrates berücksichtigt werden. Wir wissen natürlich, dass dies eine Vorschrift ist, die durchaus a. biegsam ist und b. ist auch für eine Partei wie die AfD, die 10% hinzugewonnen hat, deswegen auch keine Verpflichtung bekommt, dass die Kandidaten zu wählen sind. Aber es ist nicht einmal eine faire Chance gegeben worden, dass ein Kandidat, den wir aufgestellt haben, mit zu berücksichtigen. Das lässt sich daran ableiten, keine Einladung, kein Interesse. Das sind Sachen vorher in der Tat besprochen worden. Die demokratischen Beschlussfindungen, wie sie so dargestellt worden sind, finden ohne die AfD statt. Ganz einfach.
Und jetzt kann man sich fragen, ob man das für gut findet. Zumindest gebe ich mir das Recht auf zu sagen, ich finde es katastrophal, weil damit der Wählerwille nicht berücksichtigt worden ist. Ganz einfach. Wir haben des Weiteren zwei Kandidaten. Es wurde von Herrn Schulbach angesprochen, Thüringen, alles Mögliche. Ja, nein, wir machen hier keinen Thüringen. Wir haben einen Kandidaten aufgestellt, zu dem stehen wir. Dieser Kandidat ist aus meiner Meinung nach extrem qualifiziert. Er ist Hochschulprofessor. Er arbeitet im Fachschaftsrat der Universität mit in leitenden Funktionen. Er ist in der Forschung, ist in der Lehre tätig. Von daher, er kennt sich mit Verwaltung aus. Und deswegen glaube ich, wir kennen ihn einige Jahre, wäre er zumindest anhörungs- und vor allen Dingen mal diskussionsfähig gewesen. Das ist aber hier nicht gewesen und das ist sehr traurig. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Kollege Donhauser, der nunmehr zur Wahl ansteht, hat von seinen Plänen gesprochen. Diese Pläne konnte er, das muss man so deutlich sagen, zumindest dem Dresdner Volk nicht allzu positiv rüberbringen. Er geht in die Geschichte ein als derjenige, der eine krachende Niederlage für die CDU eingefahren hat bei der letzten Kommunalwahl. Das ist einfach die Wahrheit. Es geht ja kaum weniger noch. Zweitens, was in der Bewerbung drin steht, ist in einer modernen Verwaltung Führungskompetenz haben und so weiter. Ich kann es nicht exakt beurteilen, zumindest in der Fraktion hat es nicht so gut geklappt, zumindest das, wie es nach außen erscheint. Und drittens, ich hätte mir zumindest eins gewünscht, und das muss man sehr deutlich sagen, der Bürgermeister soll ja neutral sein. Und wenn man ihn einlädt, dann hätte er wenigstens kommen können zu einer Vorstellung und wenigstens ein Symbol geben können. Ja, ich möchte mir wenigstens Mühe geben, neutral zu sein, aber das hat er auch nicht geschafft. Das ist sehr schade. Das muss man hier deutlich sagen. Die CDU hat einen neuen Weg gefunden, einen neuen Bündnispartner, ganz, ganz weit link auf dem linken Flügel. Ich wünsche der CDU dabei viel Erfolg, sehr viel Freude damit. Noch etwas Versöhnliches ganz zum Schluss. Wenn dann die Wahl zu Ende ist, werden wir natürlich weiterhin konstruktiv zum Wohl der Stadt unsere Meinung, unsere Ideen und alledem einbringen und auch dem Herrn Donhauser alles Gute für das Amt wünschen, soweit er dann gewählt wird. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Die Fraktionsrunde ist damit abgeschlossen. Gibt es weiteren Redebedarf? Das sehe ich derzeit nicht. Dann können wir den Redeteil beenden und können uns dem Wahlverfahren nähern. Das Verfahren sieht so aus, dass im ersten, wenn es mehrere gibt, in einem ersten Wahlgang die Mehrheit der Anwesenden erforderlich ist. Also nicht die Mehrheit der Mitglieder des Stadtrats, sondern der Anwesenden. Und nur wenn diese nicht erreicht wird, wird in einem zweiten Wahlgang dann eine Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern mit den meisten Stimmen durchgeführt. Für die Wahl haben wir entsprechende Stimmzettel vorbereitet. Ich bitte, die Stimmzellkabinen in Betrieb zu nehmen und wir treten in bewährter Form in den Wahlgang ein, den ich hiermit öffne. Die jeweils erste Person bitte ich, sich davon zu überzeugen, dass die Urnen noch leer sind. Bitte sehr. Frau Arnert, Frau Apel, Herr Aschenbach. Frau Barkow. Frau Bischofberger. Herr Blödner, Herr Böhm, Herr Braun, Herr Dr. Brauns, Herr Breuer, Nein.
Frau Kaspari, Herr Kolditz, Frau Dagen, Herr Dr. Deppe, Herr Dietze, Herr Drews, Herr Engel, Frau Filius-Jene, Herr Fischer, Herr Flemming, Frau Frohwieser, Frau Dr. Geitsch, Herr Genschmar, Herr Gilke, Frau Graul, Herr Hannisch, Frau Hanser, Herr Hase, Herr Hecht, Frau Holowenko, Herr Kaden, Herr Kaniewski, Herr Kiesling, Frau Krause, Herr Krüger, Herr Laczynski, Frau Lenz, Herr Lichti, Herr Lommel, Herr Löser, Herr Maloney, Herr Marschner, Herr Mattes, Frau Mühle, Herr Müller, Herr Nitsche, Frau Osiander, Herr Pinkert,
Herr Rentsch. Frau Scharnetzky. Frau Schewe. Herr Schlick. Herr Schmählich. Herr Schmidt. Herr Scholbach. Frau Dr. Schöps. Herr Dr. Schulte-Wissermann. Herr Schulze. Frau Siebeneicher. Frau Sturm. Herr Vetterlein. Frau Dr. Vogel. Frau Wagner. Frau Walter, Frau Wendt, Herr Wiedemann, Herr Wirtz, Herr Zastrow, So, haben alle Stadträtinnen und Stadträte von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht, die das wollten? Nee, das ist so. Dann darf ich kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Von Zeitablauf sind wir kurz vor 6:30, sodass wir jetzt zunächst, es wird nicht sehr lange dauern, die Auszählung vornehmen. Ich würde dann das Ergebnis bekannt geben und nach der Ergebnisbekanntgabe gehen wir in die Pause von 30 Minuten ein und setzen nach der Pause mit dem Tagesordnungspunkt 6 fort. Das wird jetzt nicht allzu lange dauern, was das Ergebnis auch angeht.
Meine Damen und Herren, ich darf um Ihre Aufmerksamkeit bitten zur Bekanntgabe des Ergebnisses der Wahl zum Tagesordnungspunkt 4. Es haben an der Abstimmung 66 Mitglieder des Stadtrates teilgenommen. Erforderliche Mehrheit ist die Mehrheit der Anwesenden. Bei 66 ist die erforderliche Mehrheit ab 34 Stimmen erreicht. Von den 66 Stimmen war eine Stimme ungültig. 12 Stimmen entfielen auf Herrn Professor Dr. Hollers, 13 Stimmen entfielen auf Frau Petra Nikolov und 40 Stimmen entfielen auf Herrn Jan Donhäuser. Herr Donhäuser ist damit gewählt mit der Mehrheit der Anwesenden. Er ist gewählt zum neuen Beigeordneten für Bildung und Jugend. Das weitere Prozedere sieht vor, dass nach seinem entsprechenden Nicken zur Kenntnisnahme des Ergebnisses und Annahme der Wahl im Nachgang zu dieser Sitzung der Oberbürgermeister das notwendige Einvernehmen zu erteilen hat. Nach der Erteilung des Einvernehmens ist dann der nächste Schritt nach Einleitung aller beamtenrechtlich erforderlichen Schritte die Übergabe der Ernennungsurkunden. Der Urkunde mit der Ernennungsurkunde kann ab dem Tag oder ab einem zu bestimmenden Tag danach Herr Donhäuser sein Amt antreten. Wie genau der Zeitablauf wird sich in den nächsten Tagen dann ergeben. Es wird so sein, dass der Oberbürgermeister den Mitgliedern des Stadtrates die Entscheidung über sein Einvernehmen dann auch zeitnah zur Kenntnis geben kann. Ich darf an der Stelle mich sehr herzlich für die konstruktive Beratung zu diesem Tagesordnungspunkt bedanken. Ich bedanke mich, dass in einem demokratischen Auswahlverfahren insbesondere drei Personen vorgeschlagen worden sind. Zwei Personen haben sich hier vorgestellt. Ich darf insbesondere Frau Nikolov sehr herzlich danken, dass sie an dem Auswahlverfahren durch ihre Vorstellung hier auch teilgenommen hat. Ich darf Herrn Donhäuser von dieser Stelle recht herzlich beglückwünschen und darf Sie alle und uns miteinander nun in eine 30-minütige Pause verabschieden, sodass wir die Sitzung um 19 Uhr fortsetzen.